Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Thermomix mit Claudia. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir machen uns heute ein eigenes, unser selbstgemachtes Müsli. Es nennt sich Vital-Müsli, ihr findet es auf Cookidoo. Ich schätze mal jetzt dadurch, dass ich es gleich gefunden habe, für meine deutschen Zuseher, dass bitte den Österreich-Filter einschaltet, dann findet ihr das problemlos, falls es euch nicht so auftaucht. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen 150 Gramm so 4 Kornflocken, ich habe jetzt glaube ich 5 Kornflocken, könnt ihr 7 Kornflocken nehmen, das ist ja nur dann einfach nur mehr unterschiedliche Flocken. Die dürfen ruhig kernig sein, also das dürfen die großen sein. Dann haben wir nur 100 Gramm von den zarten Haferflocken, einfach die feinen, kleinen, also Großblatt nennen sie die da und die zart. Dann habe ich da 25 Gramm so gepufften Amaranth, genauso wie im 25 Gramm Sonnenblumenkerne. Da haben wir 25 oder ich glaube, ich habe 30 Gramm Cranberries. Da könnt ihr jetzt auch zum Beispiel Rosinen nehmen, wenn euch das lieber ist oder wenn ihr sagt, die habe ich nicht, die mag ich nicht. Da haben wir 50 Gramm Mandeln. Da 50 Gramm Mandelmus. Es steht zwar weißes Mandelmus, ich habe jetzt, meins ist eigentlich von weißen Mandeln, aber ich habe es geröstet, das ist leicht bräunlich. Was ihr habt, das ist einfach dieser feine Geschmack. Das heißt, braunes, weißes Mandelmus, wie ihr wollt. Eine reife Banane, die habe ich jetzt einfach in so grobe Stücke geschnitten. Die sollte aber wirklich reif sein. Also die darf ruhig schon so nach, also die riecht jetzt richtig schön nach Banane. Ich würde so zum Essen, mag ich die nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eher so die Bananen schon reif, aber nicht überreif mag. Aber in dieses Müsli rein, dadurch, dass das auch geröstet wird, ist das köstlich. Da haben wir dann, ich glaube, über 70 Gramm Datteln. Und zwar sind das die, wir, da oben bei dem i findet ihr gern wieder das Dattelvideo von uns, wo ihr einfach auch mehr Informationen zu diesen Palmyra Delight Datteln findet. Und da sind eben, das sind eben auch von diesen, und zwar diese Sukari Soft Cooking Datteln. Und die eignen sich da einfach perfekt, weil das Ganze dann auch zu so einer, wie so einer Paste püriert wird, bevor es dann mit den Nüssen und so vermischt wird. Aber das zeige ich euch jetzt gleich. Da haben wir noch einen Viertel Teelöffel, es ist bei mir ein bisschen mehr geworden, ich glaube, ich tue da nicht ganz alles rein, Meersalz. Dann haben wir da von einer Vanilleschote, habe ich das Mark einfach ausgekratzt. Genau, und das war's. Mehr braucht man gar nicht. Dann habe ich mir da noch so ein Tapperdegel hergerichtet. Ihr könnt da aber eine Glasschüssel verwenden, ihr könnt auch eine Plastik, Glasschüssel, Glasbox, Plastiktapper, was ihr habt, wo einfach wirklich Luft verschlossen ist, damit das Ganze dann trocken bleibt zum Aufbewahren. Das braucht man dann. Oder ihr kauft euch da so Rexgläser, wie ihr es da im Bild seht, einfach kleinere Portionen, dass ihr euch die gleich einherrichtet für das, was ihr so in der Früh gleich braucht. Das funktioniert ja auch, dass man sagt, ich richte mal lauter so 25 bis 50 Gramm Portionen und die brauche ich in der Früh, wenn es bei euch in der Früh zum Beispiel schnell gehen soll, übers Joghurt drüber. Dann einfach so. Also da ist jedem das selber überlassen, es soll nur luftdicht sein. Dann fangen wir an. Der Ofen ist bei mir jetzt schon auf 150 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Das ist wichtig, Ober-Unterhitze, weil es wird eben geröstet nachher im Ofen. Genau, Backpapier mit Backblech mit Backpapier habe ich auch schon ausgelegt. Das habe ich da hinten nur versteckt. Und dann fangen wir schon an. Und zwar tun wir uns jetzt erst einmal die Mandeln und die Cranberries werden zerkleinert. Die kommen auch dann erst relativ zum Schluss zu dem Gerösteten im Ofen dazu. Also die werden erst eher gegen Ende der Röstzeit dem Ofen hinzugefügt, weil ja sonst die Mandeln verbrennen würden und auch die Cranberries. So, genau. Und das Ganze wird jetzt nur kurz für 2 Sekunden auf Stufe 7 ganz grob zerkleinert, also die Mandeln und die Cranberries. So, jetzt sind wir schon fertig. Und wenn euch das nur zu grob ist oder so, dann darf es einfach nur mal für 2 Sekunden einschalten oder für 4. Also das ist jetzt jedem selbst überlassen, wie fein ihr das haben wollt. Aber man darf meiner Meinung nach da ruhig ein paar Stücke drin haben, weil das... So.
Et voilà. Das stellen wir uns jetzt einfach bis, also das braucht da wirklich, braucht man erst dann ganz zum Schluss der Röstzeit. So, jetzt kommen die Datteln, also wir haben wie gesagt 60 Gramm, ich glaube, also halbiert. Ja, gut, das ist jetzt, ah, okay. Also meine, die sind sehr weich, die brauche ich nicht halbieren. Werdet ihr gleich sehen. Aber ihr könnt es eigentlich, wenn ihr festere Datteln habt, dann ist es halbieren. Aber diese Sukari Soft, die sind wirklich total weich, mürbe, die braucht man nicht halbieren. 60, ich habe fast 70 Gramm, die werden jetzt kurz quasi püriert, sage ich mal. Auf Stufe 8 für 5 Sekunden. So. Das schieben wir uns jetzt mit dem Spatel nach unten. Also ihr schaut, seht ihr, das ist schon fast eigentlich wie so eine Dattelpaste, weil einfach die relativ weich sind. Darum habe ich auch jetzt die verwendet, weil es im weiteren Verlauf das Ganze püriert wird. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Dattelstücke in meinem Müsli oder in meinem Vital-Müsli oder im Granola ist das auch oft einmal, dass man Datteln reintut, dann würde ich die Safari nehmen. Die habe ich nämlich erstens tiefgekühlt oder ich friere mir die ein. Also die Sukari Soft ein bisschen einfrieren. Und durch das Einfrieren werden es dann eher stückiger und dann wird es nicht breiig. Und die Safari sind einfach generell, also von Haus aus, ein bisschen festere Datteln. Da würde ich dann eher die bevorzugen. So, genau, mit dem Spatel haben wir nach unten geschoben. Jetzt kommt eben einmal unsere Banane da rein. Ups, da ist jetzt auch keine Grammangabe, circa 120. Ja, ihr seht, ich habe 106 Gramm. Genau, dann eben die Vanilleschote, also auch nur das Mark von der Vanilleschote, so muss man sagen. Kommt noch rein. Das macht ein ganz gutes Aroma. Und das Meersalz, und ich habe da viel zu viel. Also ich weiß nicht, wie ich da habe, aber das ist nie ein Viertel Teelöffel. Ich tue da jetzt einfach so ein paar Brösel rein, weil Salz in dem Fall ist einfach, das hebt den Geschmack auch von den anderen Zutaten. Also es ist echt lecker. Genau, und das Ganze wird jetzt für 10 Sekunden auf Stufe 4 quasi vermischt. Aber eigentlich auch fast püriert. Es ist schon, wird cremig. Ist ja schon offen. Also das Ganze ist jetzt, wie ihr seht, ich zeige euch das, obwohl ihr seht das da eh in dem, von oben. Man sieht jetzt einerseits da die schwarzen Punkte von der Vanilleschote. Man riecht jetzt total die Banane, nur ganz extrem. Und das ist jetzt so eine Bananendattel-Creme quasi. So, das Ganze wird jetzt, nachdem wir es eben schon mal zu so einer, wie ein Mousse eigentlich gemacht haben, wird das Ganze jetzt nochmal kurz für 10 Sekunden auf Stufe 4 nochmal vermischt, püriert eigentlich wieder. So, jetzt ist nämlich so, dass das quasi mit diesem Mandelmousse auch, was jetzt noch dazukommt, das ist einfach auch was für die Bindung sorgt bei unserem Müsli. Also das bindet die ganzen, die ganzen anderen Zutaten miteinander. So, so aus circa 50. Aha, ja, es bleibt ihm eh immer ein bisschen was zurück, wie man sieht. 50 Gramm Mandelmus circa. Das kann man ja jetzt dann nochmal so vom Rand runter putzen, dass das alles schön unten drunter ist, am Boden. Dann, also es ist einfach echt was Leckeres, dieses Müsli. Da kommen eben jetzt dann unsere 4 Kornflocken, also 100 oder meine 5 Kornflocken, die kernigen dazu. Das sind eben 150 Gramm, 160, 56. Dann die zarten Haferflocken. So. Und eben unsere Amaranth gepufft. Das sind 25 Gramm. Das schaut nur so viel aus, weil das so leicht ist. Das sind aber nur 25 Gramm. Und eben noch die Sonnenblumenkerne, die 25 Gramm. Die geben auch nochmal so ein gewisses Aroma, aber auch so ein bisschen einen Crunch. Und jetzt setzen wir eben den Messbecher wieder ein. Das Ganze wird jetzt kurz geknetet. Da geht es einfach darum, dass das Mandelmus auch wirklich unter die Masse reingeknetet wird. Und das Ganze für eine Minute. So, die Mischung. Die tun wir uns jetzt, die klebt jetzt ein bisschen, das ist ganz klar durch die Datteln und durch das Mandelmus. Aber darum tun wir es eben jetzt rösten. Und zwar
habe ich da jetzt mein Backblech. Das brauchen wir, heben wir uns eben diese Mandel-Cranberry-Mischung, heben wir uns für die letzten 10 Minuten circa auf. Das tun wir uns jetzt da schön am Backblech verteilen. Man, das riecht so gut, ich sag's euch. Einfach alles rausholen. Dann wirklich schön da drauf verteilen, einfach, dass das relativ frei liegt. Das heißt, 20 Minuten wenden, 40 Minuten, dann wieder alle 5 bis 10 Minuten durchmischen und die letzten 10 Minuten diese Mischung unterheben und dann fertig rösten lassen. So, dala, ihr Lieben, jetzt seht ihr unsere fertige Müsli-Mischung. Ich muss auch sagen, ich habe es jetzt gekostet. Es ist auch nicht so süß, wie ich es mir jetzt erwartet hätte, weil ich habe ja doch einige Datteln rein da und so. Jetzt muss ich nur mal kosten. Na, schreckt euch auch nicht zwecks der Farbe. Das ist wirklich jetzt nicht, dass ihr da Angst haben müsst, das schmeckt jetzt verbrennt. Das schmeckt wirklich sehr gut geröstet. Also total lecker. Ihr könnt euch da jetzt natürlich nur ein bisschen Kakaopulver zum Beispiel unterheben, ein bisschen Zimt. Solches würde ich jetzt erst drüber da, einfach um dem Ganzen noch ein bisschen Aroma zu geben in der Box. Aber mehr würde ich da jetzt echt gar nicht mehr da. Wir füllen uns das ab. Ich tue mir jetzt auch, damit ihr das seht, ich tue mir einfach ein bisschen, ach so, genau. Ich nehme einfach meinen Dschungelkakao wieder, weil da ist eh im Endeffekt Zimt drinnen. Das heißt, ich spare mir den Zimt und nehme einfach da so einen Esslöffel, den tue ich mir da so ein bisschen, nicht ganz einen Esslöffel, das wird sonst ein bisschen viel. Das tue ich mir da noch so untermischen. Das heißt, euer Joghurt oder eure Milch hat dann auch ein bisschen, wird dann ein bisschen eingefärbt, wenn ihr das dann einführt, eine Dazu und vermischt. Es riecht auch gut. Ich habe es auch komplett auskühlen lassen jetzt. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr es wirklich, wirklich auskühlen lasst, bevor ihr es in die Box abfüllt, damit es keine Feuchtigkeit mehr sich entwickelt in der Box. Genau. Und ich tue mir das jetzt einfach da rein. Ich mache das bewusst mit dem Löffel, weil ein paar kennen mich ja schon. Ich bin ab und zu ein bisschen batschert. Und da landet eventuell dann mehr wie die, ja, mehr als sollte nebenbei. Und deswegen fülle ich mir das da jetzt ab. Deckel drauf und dann sind wir fertig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Das ist dann gern in der Joghurt, in der Milch, einfach in der Früh ein bisschen eine Müsli-Mischung selber gemachte. Und ihr könnt es auch zum Beispiel über gewisse Kuchen als Crunch noch ein bisschen drauf geben. Das ist auch immer ganz lecker. Und genau, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Ciao!